Hallo an das Kollektiv der Jungfrauen. Es ist Zeit, die Energie der kommenden Woche abzufragen. Vielleicht findet sich die eine oder andere Jungfrau hier wieder. Natürlich nur vom Sternzeichen her. Fühl da bitte immer für dich rein, ob du dich hier wiederfindest oder nicht. Ansonsten schau gerne am Ende der Woche nochmal rein in deine Legung. Die Münzkönigin haben wir hier liegen. Eine sehr tatkräftige Person, eine sehr bodenständige Person, ist natürlich auch mit der Münzkarte, mit der Münzenergie in genau deinem Element. Das ist eine Person, die auch für Wohlstand steht, die für Ruhe steht, die fruchtbar ist, denn sie investiert nur in Ergebnisse oder in Projekte und natürlich auch in Personen, die Erfolg bringen. Ja, das heißt, sie ist besonnen. Sie wägt ab, sie schaut genau, was lohnt sich nicht. Und mit dieser Energie kann sie sich auch hier so ein bisschen in den Wettkampf rein begeben. Fünf der Stäbe ist nämlich quasi die Karte der, ein bisschen Mutprobe kommt mir gerade rein. Generell Kraftprobe, Herausforderung, es wird viel Energie benötigt, aber die Münzkönigin ist bereit dafür, Energie zu investieren, denn sie hat einen Ausgang im Kopf und da wird sie alles daran setzen, um diesen auch zu erreichen. Es ist eine Person, die gibt nicht auf. Dann haben wir einen Moment, die 9 der Schwerter. Das ist so ein bisschen das Thema der inneren Aufarbeitung. Jetzt kommt mir gerade der Impuls rein, dass diese Person schon mal eine Chance verpasst hat und Angst hat, jetzt nochmal die Chance zu verpassen. Allerdings ist sie jetzt gereifter, sie ist bodenständiger und dementsprechend auch bereit, hier mehr zu investieren, um nicht wieder zu scheitern. Dessen macht sie sich auch bewusst. Ja, und beendet hier Angst und Auseinandersetzungen. Und mit dem Herrscher kann natürlich zum einen die Energie des Widders hier reinkommen. Allerdings haben wir hier auch den Wagen liegen. Das wäre, Moment, der Krebs, genau. Deswegen ein bisschen schwierig. Herrscherenergie ist einfach die Energie des Machens. Ja, es ist eine Tatkraft, es ist das männliche, Vitalität, Stärke und natürlich auch ein Zeichen des Erwachsenwerdens. Das heißt, vielleicht war die Münzkönigin vorher nur eine Prinzessin und ist jetzt einfach gewachsen aufgrund der Erfahrungen. Der Wagen bringt hier Beschleunigung rein, der Wagen bringt Aufbruchsstimmung rein und mit den 4 der Münzen wird sich die Münzkönigin auch wieder bewusst, dass sie Stabilität hat. Ja, sie hat Besitz, den kann sie auch festhalten, aber sie muss auch sich darüber bewusst machen, dass natürlich eine Neuorientierung immer Investitionen fordert und dessen darf sie sich auch bewusst machen hier. Ja, also es wird ein Investment gefordert, egal ob es um eine Person geht oder auch natürlich die Arbeit, die ertragsreich werden soll, die Früchte tragen soll, sodass da natürlich auch aufgrund der Erfahrung eben ein gewisses Sicherheitsbedürfnis vorhanden ist. Denn dafür steht die Münzkönigin als auch die 4 der Münzen. Das heißt, schaue auch bitte wirklich genau, liebe Jungfrau, in welche Person du investierst und nicht einfach nur, ich will's haben, ich kauf's mir so nach dem Motto und dann liegt's in der Ecke wie eine Tasche, die du nur einmal im Monat oder im Jahr trägst, weil du hast schon 20 andere Taschen. Ja, sondern, gut, hier gibt's eine kleine Extrawurst, es soll so sein. Deswegen heißt es gut schauen, woran du investierst. Dann haben wir die 7 der Stäbe. Und das ist die Selbstbehauptung. Das ist die Tapferkeit. Das sind deine moralischen Vorgaben. Und das heißt auch hier wirklich Neid und Missgunst beenden. Wie gesagt, möglicherweise wurde hier mal in der Vergangenheit eine Chance verpasst, auf die du dann im Nachhinein noch so ein bisschen neidisch raufschaust, was aber gerne aufgelöst werden möchte. Und dementsprechend kannst du auch hier, und das ist auch so ein bisschen die Energie der alten Verbindung,
dieses Auflösen mit den 8 der Kelchen. Das heißt, du lässt hier 2 Kelche los, die du nicht mehr benötigst. Dementsprechend, ich hatte das schon mal im anderen Sternzeichen gesagt, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, kannst du 2 neue Kelche empfangen. Und die Karte der 2 Kelche ist die Karte der Bindung, der Anziehung, des Vertrages zwischen 2 Menschen. Das heißt, möglicherweise ist es jetzt hier wirklich die Aufgabe, in der kommenden Woche erwachsen zu werden, realistisch zu werden, anfangen wirklich abzuwägen und mit deinem Einsatz, mit deinem Eifer hier etwas in die Fülle zu bringen. Die 4 der Schwerter sagen, es ist Zeit für Besinnung, eine Pause einzulegen und deine Gedanken zu ordnen. Und dann haben wir hier mit den 10 der Münzen im Abschluss die Chance auf Verwirklichung. Natürlich auch klar Münzenergie, Reichtum, aber auch Integration. Der Herrscher steht im Übrigen auch für Integration, für Zivilisation, für Gemeinschaft. Ja, gemeinsam geht es definitiv schneller voran als alleine. Zusammenarbeit. Schöne neue Woche.